So, zu meinem neuen Let's Play. Also ich habe gemacht, dass ich hier alle Ärzte hier erhöht habe und damit werde ich dann gleich beginnen. Hier sieht man, Schwierigkeit ist auf normal gestellt, das heißt, ich muss Monster ertragen. Hier habe ich erstmal Akazienholz, weil ich in einer Savanne gespawnt bin. Abbauen. Also einmal ein Baum. Würde reichen. Den ersten Platz. Ein Teil dazu beitragen, den ersten Tag. Akazienholz. So kann man es direkt machen. Mal nach unten. Ach, verletzt. Was brennt da hinten denn? Da hinten ist schon Diamanterz. Da habe ich schon Diamanten, aber Diamanten kann ich noch nicht abbauen mit Holz. Ich muss eine Holzspitzhacke bauen. Oder noch Holzaxt. Ja, nicht so. Holzschaufel. Brauche ich noch ein paar Stickies. Na, was mal richtig. Eine Schaufel will ich haben. Mach's mal richtig. Schaufel und ein Schwert. Mal nur sowas mit Holz. Oh, da ist schon Lapislazuli und Diamant, aber kannst natürlich noch nicht abbauen. Hat der Volk dreimal auf Holz geklopft. Das ist ein witziger Name, finde ich. Dreimal auf Holz geklopft. Und der Volk kaputt geht. Ich habe hier direkt schon Diamanten. Das ist jetzt normale Eichenholzbaum. Und hier in dem Biom Savanne. Savanne. Da ist noch ein Akazienbaum. Ja, den Akazienbaum. Ich kann doch kein Diamant. Gold. Ich kann das ja noch nicht abbauen, weil ich noch keine Eisenspitzhacke habe. Jetzt mal. Jetzt Tag überlegen, ist das erstmal nebensächlich, dass da Diamant und Eisen. Das ist dann erstmal nicht so ein Mangel. Ich habe jetzt halt sowas noch nie gefunden auf YouTube. Und vielleicht ein paar Aufsätze bekommen. In so einem Video. Und erstmal noch ein paar mehr Holz abholzen. Spät ist es? Noch Vormittag, also noch vor dem Mittag. Welche Version ich gerade nutze, ist die, ich sag schon mal, das ist die 1.8.1. Aktuell ist die Version, die vor 2 Tagen erst rausgekommen ist. Ist noch nicht die offizielle Version, aber Hauptsache, mal hier ein bisschen kaputt machen. Erstmal so ein. Das ist ein Lava-Leck. Lavasee. Oberfläche. Lavasee, Lapislazuli und Diamant. Auch an der Oberfläche. Das normalerweise ja nicht vorkommt. Na. Guckt man die Karten mal ab. Komm hoch. Nicht runterfallen, der hat alles voll Erd. Dies. So, das wird erstmal der letzte Baum, dann den ich abholze. Ich werde hier schon mal den Hausgrund schon mal bauen. Ich werde den natürlich nur aus Akazienholz machen. Das Eichenholz kann ich vielleicht eventuell zu Holzkohle verarbeiten, falls ich meine Kohle finde, aber ich glaube, bei so viel Erz, was ich eingestellt habe, kann ich ja mein Video, ich habe ja ein Video gemacht über was alles davor die Voraussetzungen waren, also sehr gute Erzvoraussetzungen. Mal so ein bisschen Holz. Das gab es in Holz, ganz schön aus. Ein bisschen rum, weil es ja ein Re-Release ist.
sonst dann auf offiziellen Videos benutzen. Fragt ja ein wenig rum, aber läuft trotz Aufnahme ganz flüssig, finde ich schon mal ganz gut. Wie spät ist es? Mittag eher. Habe ich noch genug Zeit erstmal. Erstmal die Unterkunft fertig zu bauen. Noch ein Stack. Na, geht er wieder drauf. Das ist schon mal ein Hungerpunkt weniger. Muss wahrscheinlich noch ein bisschen Holz holen. Dieser eine Holz, der da super steht, den können wir nutzen, um unverletzt runterzukommen. Weil ich da ja nicht vier Blöcke, sondern nur drei falle. Jetzt haben wir es gebaut. Ich mach die Tür hier hin. Muss ein bisschen zusehen hier. Abbauen lassen. Akazien-Setzlinge. Da denn drin? Ach, ein Hase. Ich muss diesen Baum jetzt noch fertig abbauen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen was mit Schwerten jagen, weil mein Hunger geht jetzt ein bisschen weniger. Aber sollte man dann vor dem zweiten Tag normalerweise noch nicht brauchen. Aber ich könnte vielleicht noch gucken, ob ich Schafe finde. Weil man hier ein bisschen Pferde abtragen. Dieser Tag wird langsam das Ende entgegen. Ich sollte auch mal ein paar Steine holen. Dass ich mir einen Ofen machen kann. Hier nicht reingraben. Oh, Kohle! Redstone, das ist schon mal gut, dass ich die Kohle finde. Und Redstone kann ich noch nicht abbauen. Geil. Lapis Lazuli, hier habe ich ja richtig Erdausbeute. Aber ich wollte auch Stein haben. Dass ich meine Steinspitzhacken machen kann. Hier unten ist Stein. Ein bisschen Stein ist hier. Ich brauche erstmal nur 8 Blöcke. Wie habe ich denn? 8, das reicht also. Dann muss man hier hochgraben, weil es wird nicht gleich dunkel werden. Sondern es ist jetzt schon hinterm Berg, also muss ich schon ein bisschen zusehen. Da ich sonst nämlich mit Monstern konfrontiert werde. 8 Steinblöcke. Das ist nochmal 14 Akazienholz. Das habe ich jetzt nochmal knapp ein Stack. Und werden natürlich 2 Blöcke verbaut. Ah.
Die Fackeln wird wahrscheinlich noch nicht reichen, hier ist nicht ausreichend aufzuleuchten. Und den Rest erstmal hier notbedrungen mit Erde zu machen und ich brauche noch eine Tür. Was dann noch ein Akazien neu. Da sind sie noch. Ich brauche eigentlich noch Tiere hier. Nur einen Hunger habe ich ja auch noch. Äpfel habe ich ja noch keine. Vielleicht finde ich ja noch unter den Bäumen etwas. Oder hier ist mal abgeschrieben. Skelett, der muss jetzt mal zurück. Haus noch gespawnt. Das ist erstmal anscheinend die Nacht ohne. Da sind Zombies gespawnt. Aber in meinem Haus ist erstmal nichts gespawnt. Ich muss jetzt erstmal eine Mine bauen. Oh, 17 Zombies. Die sind gefährlich nah, die Zombies. Ich darf den Table verschieben, besser mal ein. Hier hin. Ich habe jetzt ja noch keine Nahrung. Das finde ich nicht so gut. Der Ofen hier. Den könnte ich ja hier runtergraben. Also erst mal an den Stein rankommen kann. Komme ich ja auch noch an Erz dran. Und, was wichtig ist, auch an Steine. Und hier auch Steinwerkzeug. Also auch Steinwerkzeug. Immerhin nochmal 16 Fackeln, wirklich. Kann ich mir schon mal einen Stein Wooden Sword. Mal mehreren Umgebungen ausleuchten. Auch auf mich spawnen. Das sind Zombies in der. Das sind Zombies in der. Dauert so lange wie abgefahren. Dass man so viel Strom noch nicht füllen. Braucht ja dringend Eisen. Vielleicht. Also erstmal hier, zack, Akazienholz. Und hier noch eine Steinspitzhacke machen kann. Ich komme so nicht rein. Ich bin noch im Bett.
weil keine Schafe kamen. Erstmal hier gucken, ob ich ein Eisen finde. Wäre natürlich dringend notwendig, weil ich sonst verhungern würde. Aber zumindest bin ich jetzt nicht weit weg vom Spawn. Und weil normal stirbt man ja nicht durch Hunger. Da wird es ja auf dem halben Herz runter reduziert. Redstone, kann ich jetzt nicht abbauen. Wir brauchen nämlich Eisen. Muss ich ja hier umdrehen, zur Seite erstmal abwenden. Wegen dem Redstone erstmal zur Seite gehen. Da ich noch kein Eisenwerkzeug habe. Ich muss gleich hier drei Blöcke bereite Mine herstellen. Irgendwann dadurch. So ein riesiges Kohlevorkommen. Und Eisen. Diamant. Auch Eisen, dass ich über Diamant und so weiter alles abbauen kann. Gold. Triff auf so viel Erz hier, dass ich da auch gar nicht abbauen kann. Da habe ich anscheinend zu viel Erz, was erst mit Eisenspitzhacken abgebaut werden kann. Noch ein Diamant. Noch mehr Diamant. Und die Spitzhacke kaputt. Ich brauche Eisen. Bitte, guck mal, Eisen. Da sind noch 5 Hungerpunkte. Gold, aber ich will Eisen haben. Natürlich ein bisschen blöd noch ohne Eisenspitzhacke, weil ich dieses ganze Gedöns hier noch nicht abbauen. Ich werde den Part beenden, wenn ich eine Eisenspitzhacke habe. Ich kann hier vielleicht ein paar längere Parts. Müssen wir ein bisschen runtergraben. Scheinbar unendlich viel Erz hier. Hier sehr viel Kohle und Diamant. Aber hier, das ist das riesigste Kohlevorkommen ever. Aber ich will ja Eisen haben. Lapis. Man kann das nicht abbauen. Gold. Wo bleibt das Eisen? Da, endlich! Eisen. Da freue ich mich so drauf, dass ich jetzt hier endlich Eisen gefunden habe. Zombies allerdings auch. Spitzhacke, die ist am Blühen Eisen abbaut. Das klingt relativ nah. Oder sind das jetzt ein Zombie Spawner? Ich habe ja immerhin auf Dungeon Count auf sehr hochgestellt. Kann sein, dass es ein Dungeon ist. Ja auch. Und Spitzhacke ist sowieso gleich kaputt. Wo ist denn da?
Zacke kaputt, also mal hoch. So, erstmal hier durch das ganze Erz durchgegraben. Jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke machen und wenn ich die in der Hand halte, werde ich den Part beenden. Den Part beenden, gleich Eisenerz reinschmelzen. Und damit hoffen wir, dass der Part nicht gefallen. Gebt einen Daumen nach oben für den Part. Und dann einfach